Wahlkampfauftakt für Norbert Hofer am Kapfenberger Hauptplatz. Der blaue Bundespräsidentschaftskandidat lockte zahlreiche Menschen auf den Koloman-Wallisch-Platz. Das Ziel ist klar, für die Blauen zählt nur der erste Platz. Norbert Hofer ist der Garant dafür, dass endlich auch nicht geschwiegen wird, wenn eine Bundesregierung so diametral gegen die eigenen Interessen der eigenen Bevölkerung Politik betreibt. Und er wird auf die Verfassung, auf die österreichische schauen, damit die Neutralität nicht weiter ausgehöhlt wird und unser Bundesheer wie in den letzten Jahren weiter kaputt gemacht wird. Das kann man ja nicht zulassen. Und da wird mit Norbert Hofer ein Garant sein dafür, dass diese rot-schwarze Belastungsregierung auch, entsprechend einen Präsidenten vorfindet, der nicht alles durchwinkt. Für die steirischen Freiheitlichen ist es etwas Besonderes, dass Norbert Hofer seinen Wahlkampf in der Obersteiermark startet. Ja, für mich wunderschön. Wir haben sehr gute Ergebnisse gehabt in den letzten Jahren, aber ich glaube, gerade die Obersteiermark ist ein sehr guter Bereich für uns Freiheitliche und deshalb bin ich ja froh, dass wir heute hier den Wahlkampfauftakt haben und unseren Norbert Hofer richtig unterstützen können. Der Unterstützung der Anhänger kann sich Hofer gewiss sein. Politisch steht er für die österreichischen Traditionen, die Neutralität und für eine Stärkung des Sicherheitsgefühls. Sollte er Bundespräsident werden, will er der Bundesregierung ganz genau auf die Finger schauen. Naja, der Bundespräsident muss in Zeiten wie diesen Schutzherr für Österreich sein und muss sein kooperieren mit der Bundesregierung. Und die Regierung muss wissen, es wird für sie nicht einfacher, wenn ich Präsident bin, aber es wird besser für Österreich. In den Umfragen liegen derzeit Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer an der Spitze. Ein Duell, das sich der FPÖ-Kandidat sehr gut vorstellen kann. Mein Lieblingsgegner wäre Van der Bellen, weil hier die Inhalte ganz klar zutage kommen und das wäre ein sehr interessanter inhaltlicher Wahlkampf.